warum nicht mit diesem Tagebuch von deiner Mutter anfangen? Sie beschreibt Heiner Müller, wie er älter wird, wie er ausgelaugt aussieht. Ja. Kannst du vielleicht über dieses Material diskutieren, erklären, wie du zu diesem Tagebuch gekommen bist? Und ja, das ist ganz simpel, sie ist gestorben, ich habe es geerbt. Also das ist ganz einfach. Also ich habe dann viele Kartons einfach auf einmal gehabt und musste damit irgendwie umgehen und dann habe ich das gelesen. So. Und ich habe dann, eigentlich hat sie Tagebuch geführt, also als junges Mädchen, also so schon mit 15, 16 hat sie wohl angefangen oder noch früher und hat dann viel weggeworfen. Und was sie da beschreibt mit Heiner Müller, da gab es glaube ich 88 war das glaube ich, diese Heiner Müller Werkstatt in West-Berlin und da war sie ja schon Rentnerin und dadurch konnte sie rüberfahren. Also ist dir bewusst, dass diese geschriebenen Texte hoch wertvoll sind? Naja, wer, ihr oder mir? Euch. Naja, das ist natürlich, die sind schon ganz gut, also auch in der Beschreibung. Also natürlich nicht alle, das muss man auch sagen. Das ist ja ist viel Gefühlsgeschichten, also vor allem in den frühen Sachen oder sowas. Da ist relativ wenig Beschreibung, sondern da geht es also immer nur um die, wie man sich halt fühlt. Mit dem Heiner Müller gab es ja also doch eine sehr eigene Freundschaft, also einmal selbst zwischen dem Wolfgang und dem Heiner und dann auch zwischen ihr. Und das war so ein geschwisterliches Verhältnis, das spürt man auch ein bisschen. Also das war nicht eine Affäre wie ihre anderen Sachen, sondern das war so ein geschwisterliches Verhältnis. Dann so eine Liebschaft zwischen Kabinentüren. Wenn wir zusammen reisen, weißt du, dann verlieben wir uns immer neu. Ich komme dann ins Bullauge reingeflutscht und früh wieder raus und unten sind Haifische und Seekühe. Das wird doll. Einer deiner Filme heißt Material. Ja. Kannst du über das Material dieses Films... Man kann das ja zusammennehmen eigentlich. Das ist ja im Grunde genommen dasselbe, nicht dasselbe, aber es ist auf der persönlichen Ebene nochmal, bewegt sich das natürlich, das Material ist eine Frage letzten Endes, also was ist gewesen oder was bleibt. Und das ist hier ähnlich, sage ich jetzt mal. Also es sind ja auch Materialien, die übrig bleiben letzten Endes von jemand und ein paar Fotos und eben viel Text in dem Fall. Und das habe ich dann versucht zu sortieren und in eine sinnfällige, wie man so sagt, sinnfällige Reihenfolge zu bringen, die nicht chronologisch ist, aber die sich so in Schleifen bewegt, aber wo man dann doch ein Gefühl kriegt für die Zeit. Was mich interessiert hat, war, dass das eigentlich keine Zeitverläufe gibt, sondern dass also Zeit nicht linear verläuft, sondern also eben auch in so komischen Linien, mal vorwärts, mal rückwärts und eigentlich auch alles gleichzeitig ist. Man könnte auch sagen, es gibt keine Zeit, das ist alles an einem Punkt und alles passiert gleichzeitig. Und das ist so ein bisschen die Art, wie wir versucht haben, das dann zu erzählen. Der Film selber ist im Grunde genommen, wie ich das ja häufig habe, am Schneidetisch entstanden. Und es gab auch zum Drehen zum ersten Mal eigentlich kein funktionierendes Drehbuch. Also es gab mal eine Idee, das ganz anders zu machen, nämlich also eigentlich zwei Bahnhöfe zu nehmen, einen in Berlin, einen in Wien. Und an diesen zwei Bahnhöfen eigentlich den ganzen Film laufen zu lassen. Also das gar nicht zu verlassen mit zwei Drehorten einfach. Und das habe ich aber aufgegeben, weil der Bahnhof, der dafür in Frage käme, in Wien eigentlich nicht zu drehen ist. Das ist so ein neues Ding, man kriegt da kein Bild zustande. Das ist alles so, also man kann es nicht kadrieren. Und habe ich überlegt, was wir machen. Und dann bin ich auf diesen Rangierbahnhof gekommen. Das oberes Bild für alles, sage ich mal, um dann das andere da reinzusetzen. Im Grunde genommen, und da kann man dann alles Mögliche mitmachen. Da kannst du den Ersten Weltkrieg mitmachen oder kannst auch die Wende in der DDR machen oder irgendwie, es geht alles. Ja. Also, deswegen. Wem die Stunde schlägt, Hemingway. Es ist gefährlicher als einem vollen Sinne reaktionäres Buch. Es ist schleichendes Gift und verständlich, dass es bei uns nicht gedruckt wird. Immerhin, der Stille Don hat Partien mit der gleichen Resignation. Aber dort steht dahinter das tröstliche Wissen, dass die Revolution doch am Ende gesiegt hat, während sie in Spanien mit dem Sieg Francos endete. Und in diesem historischen Zeitbogen
hast auch ein großes Interesse für Privatgeschichten, Liebesgeschichten. Na ja, klar, das ist ja auch das Spannende. Kannst du erklären, wie du das vermischt und zusammenhängst? Ja, da gibt es keine Theorie. Das ist einfach, das hängt sowieso zusammen, sage ich mal. Also man kann es ja das eine nicht machen ohne das andere. Und natürlich, es gibt so von Sebastian Haffner, das ist ein Historiker, ich weiß nicht, ob du den kennst, deutscher Historiker, der ist als junger Mann nach England gegangen und hat viele Bücher geschrieben und ein sehr schönes ist aus dem Leben eines Deutschen. Es ist im Grunde um seine Rache gegenüber den Nazis und beschreibt sozusagen das. Und da gibt es jetzt ein Vorwort dazu. Und da sagt er, wenn man kapieren will, was Geschichte ist, muss man Biografien von Leuten lesen. Und zwar nicht die von Berühmten, sondern die von einfachen oder normalen Leuten, sage ich jetzt mal. Und was mich hier interessiert hat an dem Film als Ansatz überhaupt, warum ich den gemacht habe, hat damit was zu tun. Weil ich habe im Prinzip kein Verhältnis zu Familie, kann damit ganz wenig anfangen. Und das hat damit zu tun, dass diese Familie praktisch durchs Dritte Reich zerschlagen wurde, weil da gab es keine. Und dann waren die, also das sind, da gab natürlich ein paar Überlebende oder sowas, ja. Aber das waren immer wie andere Bekannte. Es gab da keinen Unterschied zu den anderen Leuten, die da irgendwie gekommen sind. Ich habe das begreift einfach nicht. Und das ist so sozusagen eine Folge davon, das ist mir mal aufgefallen. Schwester, meine Lieben, wir sind trotz allem sehr gefasst. Vater ist so süß. Wenn wir können, schreiben wir wieder. 1000 Küsse. Gott helfe uns weiter. Elsa. Ist dieser Film möglich, weil in dieser Zeiten der Briefwechsel wichtig war? Die Leute schrieben sich noch Briefe. Na klar, das hat was miteinander zu tun, klar. Also das ist, man kann ja die E-Mail nicht schreiben wie einen Brief. Das geht nicht. Man kriegt automatisch, landet, auch wenn man sich Mühe gibt, landet man bei diesem doch relativ knappen Ton. Ja, also so. Und das ist offenbar so. Also ich habe ja sehr lange den Aufsatz von meinem Großvater, wo der 14 war, 1912. Ja, so. Da schreibt er diesen Aufsatz und diese Sprache, das werde ich bei einem mitteleuropäischen Kind in diesem Alter nicht finden. Das gibt's nicht. Wolfgang Heise, Berlin 1948. Entwurf zu einem Lebenslauf. Deine persönliche Geschichte kommt kaum zum Vorschein. Naja, die ist der Film. Also sage ich mal, das kann ich jetzt nicht machen. Also wenn ich jetzt, also es gibt natürlich, es läuft ja auf dieses Ich hinaus am Schluss und wenn, dann ist gut, ja, und dann hört es auf. Das ist so die letzte Notiz, sage ich mal. Und jetzt könnte man weitermachen, aber das ist nicht meins, also mich da jetzt vor den Spiegel zu stellen. Weil das muss man sich dann suchen aus der Art und Weise, wie der Film halt ist. Also das ist das, was ich geben kann und was ich davon erzählen kann. Die Sprache, die Stimme sind prägend im Film. Hervorragend gut aufgenommen, sehr deutlich. Naja, das ist hervorragend aufgenommen. Kinderzimmer des Schnittmeisters. Wir haben im Flur, stand der Schneidetisch, ja, und das Abbott. Und wenn jetzt eine Stelle kam, wo man jetzt Ton brauchte und wo mir klar war, also dann nehme ich jetzt diesen Text oder jenen Text, der müsste jetzt kommen, dann bin ich ins Kinderzimmer und habe das aufgenommen. Und das war ganz gut, weil dadurch gab es keinen Druck. Also das ist ja immer so ein Problem, auch für Laien. Ich bin ja kein ausgebildeter Sprecher oder so, sondern und dadurch war das so nur vorläufig. Alles war alles vorläufig. Dann haben wir das. Als wir das dann einmal zusammen alles gesehen haben auf der Leinwand, was also wirklich nur einmal war, haben wir es dann so gelassen. Man hört auch die Natur, man hört sozusagen die Luft, ja, den Wind. Ist ein toller Tonmeister, den ich da hatte aus Österreich, der eigentlich Musiker ist und das spielt natürlich eine Rolle, wenn der da, also den habe ich, der war ganz glücklich, den habe ich immer losgeschickt und habe gesagt, du mach mal irgendwelche Töne, machen wir so kein Original, also kein Synchronton, gibt's nicht. Also es gibt natürlich welchen, aber es ist egal. Ich sage, wenn ein Auto kommt, kann sie gleich wegschmeißen, nehme ich nicht. Also sowas, ja. Und das hat auch zu tun mit den Landschaften, weil die Landschaften, wo wir waren, die waren also doch sehr leer. Also ich meine jetzt von Menschen leer vor allem. Also man hört keinen Verkehr, man hört diese Dinge meistens nicht. Wie mein Vater aus der Reichsschrift Amtskammer seit 1933 ausgeschlossen war, so hatte auch meine Mutter, die Bildhauerin ist, keine Betätigungsmöglichkeit. Die Landschaften des Films, wie hast du die gecastet, wie hast du sie ausgewählt? Die haben wir nicht gecastet.
Wir haben nicht gecastet. Sie wurden dir gegeben? Nein, die wurden mir auch nicht gegeben. Ich wusste, dass ich nach Peenemünde fahre, weil ich da war, aber als Soldat. Das war aber auch nur, weil ich die Landschaft dort kannte. Es geht überhaupt nicht um die originale Kaserne in dem Sinne, sondern um den Dorfverein. Aber man sieht einfach so diese Gleichzeitig, das ist immer noch das Dritte Reich, das wohnt da. Und das kann man sehen, nicht wegen des Hakenkreuzes, was da in einer Einstellung ist, sondern es ist die Architektur. Das sind diese Baracken, das sind dieselben Baracken, die auch Häftlingsbaracken waren in Konzentrationslagern, in denen wir als Soldaten waren. Die waren dann etwas anders eingeteilt oder so, aber das war immer dieser Barackentyp, der kommt überall vor. Und den gab es eben auch in Zerbst. Und in Zerbst waren es eben erst die Gefangenen und dann waren es dann die russischen Soldaten. Und dann ist es abgerissen worden und dann wurden noch Windräder aufgestellt. Also so, man sieht diese ganzen, diese Veränderungen, aber auch diese Gleichzeitigkeit, dass also wenn ein Ort, sag ich jetzt mal, kontaminiert ist, wenn man mal dieses Wort nimmt, dann bleibt das. Und das kann man immer irgendwie spüren. Im November 1944 erfasste mich die Gestapo-Aktion Mitte. Ich kam zusammen mit meinem jüngeren Bruder Hans ins Lager Zerbst. Die panikartige Auflösung beim Nahen der Front beendete diesen widrigen Zustand des Lebens unter zum Teil schwer erträglichen Bedingungen. Der Entwurf zu einem Lebenslauf bricht hier ab. Wie kommst du für den Film auf die Bilder, auf die Kadragen, auf die Länge der Einstellungen? Also was heißt für Thomas Heise ein gutes Bild? Eins, das man benutzen kann. Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber naja, also bei der Straße zum Beispiel, bei der Autobahn, gibt's einen ganz langen Brief von der Rosemarie an den Wolfgang, der geflohen ist aus der Universität an die Ostsee nach Ahrenshoop, weil er eine Unterschrift nicht gegeben hat. Und die sind ihm hinterhergefahren. Naja, und dazu passte diese zerstörte Straße, weil eine Straße ist was eigentlich Unzerstörbares. Das Einzige, was geht, ist ein Erdbeben. Also es muss diese Gewalt haben und das ist diese Gewalt, die sich letzten Endes der Figur, sage ich jetzt mal, angetan wird, die spürt man an dieser Straße. 6. September 1966. Wolfgang an den Herrn Rektor der Humboldt-Universität, Professor Dr. Habil Sanke, im Hause. Wie weißt du am Drehen, ob du eine stille Aufnahme machst oder ein Traveling? Es gibt also für den Film so eine Grundgeschichte, das ist, dass die Geschwindigkeit des Films und auch der Bilder ist die der Sonnenfinsternis. Und bei der Sonnenfinsternis ist interessant, dass das also so eine gleichmäßige Bewegung ist, die nicht sehr schnell ist, aber auch nicht sehr langsam, sondern die hat so was Zwingendes. Also die ist so ein Tempo, was so merkwürdig dazwischen liegt und dem man nichts entgegensetzen kann. Das Spannende daran ist, dass sich durch diese Geschwindigkeit bei der Sonnenfinsternis ja lange nichts ändert. Also es ist hell und es ist hell und es ist hell und es ist hell und dann geht auf einmal geht das Licht aus wie im Kino. Und das ist das Verrückte. Und das ist eine grundlegende Geschichte. Das ist bei allen möglichen Sachen so. Das ist nicht nur bei der Sonnenfinsternis so. Das ist auch, wenn du einen Herzinfarkt kriegst, wenn die Gefäße zugehen, ja, dann gehen die zu bis auf 90% und merkst nichts. Das ist völlig normal. Ja? Und dann zack. Sowas ist das. Und du hast es auch bei Geschichten, also wenn also der Zweite Weltkrieg zum Beispiel, der war 43 letzten Endes beendet, der war verloren. Und dann geht der immer noch 2 Jahre. Also so, das ist auch so eine Bewegung, die also zwingend geht und die dann erst am Schluss, also in den letzten Momenten, geht es auf einmal ganz schnell. Und das war so eine Überlegung dabei. Das macht die Geschwindigkeit aus dieser Kamerabewegung. Das hast du in fast allen Geschichten. Und das Zweite war zu sagen, also dass ich dem Kameramann gesagt habe, also er soll stoisch bleiben. Er soll also nicht da irgendwas machen, sondern das annehmen. Guckst du in die Kamera? Ja, klar. Nicht immer, aber meistens. Also wenn es ganz schnell gehen muss, dann ist keine Zeit, dass ich dann nur noch anfange, Kunst zu veranstalten, sondern dann muss man es machen. Ja. Das 14. Dezember 1970. Andreas, Hausaufsatz. Darstellung meiner Entwicklung. Die Frage des Films ist natürlich, wie du die Metaphern aufbaust. Indem ich nicht daran denke, dass es eine Metapher ist, erstmal als erstes.
Das ist nicht als Metapher gedacht. Ich habe versucht aufzupassen, dass die Züge nichts mit Deportationen zu tun haben, weil die Listen machen zum Beispiel, das war wichtig. Weil auch die Bahnarbeiter, die man dann doch, den einen, den man dann sieht, die haben damit nichts zu tun. Also das ist, sind unschuldige Züge, wenn man so will, ne, die auf dem Rangierbahnhof sind. Das war wichtig. Blauer Himmel und ziehende Wolken, Gras, weiße Ruinen. Also, Rosi, gute Nacht. Wir werden die Zeit nützen, ja? Wie machen wir es bloß? Deine Liebe zu den Zügen, zu den Bahnhöfen, das ist natürlich ein Bild, das wieder immer kommt im Film. Naja, das ist vielleicht ein bisschen sentimental, ne? Weil diese Züge gibt es nicht mehr und die Bahnhöfe gibt es nicht mehr. Also wenn ich heute im Zug sitze, ist das ein ganz unsinniger Vorgang. Also es gibt so ganz grundlegende Kindheitserlebnisse, die nicht mehr vermittelbar sind, weil die nicht mehr da ist. Und Kino ist ja auch ein bisschen so. Das hat also immer so eine Melancholie und die ist da auch drin. Weil die Züge sind wirklich ein Leitfaden des Films. Also ja, klar. Das hat dann auch zu tun mit der vergangenen Zeit, also auch der Figuren im Film, die inzwischen im Grunde genommen dann auch vereinzelt sind und nicht mehr zusammen oder parallel laufen, aber nicht mehr sich berühren. Wir stellen nur Material her beim Drehen, machen gar nichts weiter. Wir stellen nur Material her. Ich weiß nicht, wofür das ist. Also diese Züge, auf gewissen Zügen gibt es Autos, Wagen. Ja, natürlich. Das ist eine Schnapsidee gewesen, muss ich mal sagen. Man macht ja auch Quatsch, also man macht ja auch Spaß. Und der Spaß bestand darin zu sagen, man sieht nur Autos auf Zügen, die werden durch die Gegend gefahren. Also die Autos werden gefahren und fahren nicht selber. Stimmt natürlich nicht, aber es ist einfach eine Behauptung. Mehr als mit dir kann ich doch mit keiner erleben. Aber ich kriege wieder mal eine Enttäuschung mit oder auch nicht. Auf alle Fälle ist in 30 Jahren das alles vorbei. Woher kommt diese Lust, dieses Engagement von dir, heute diesen Film, diese Geschichten zu erzählen? Naja, das ist schon, was ich gesagt habe. Das eine ist also, dass ich das bemerkt habe, was das Verhältnis, das eigene Verhältnis zur Familie überhaupt angeht, dass ich damit sehr wenig anfangen kann. Da fehlt mir aber so. Und es geht einfach auch immer darum, also bei mir jedenfalls, oder glaube ich jedenfalls, na, so weit wie Zeugnis abzulegen. Also man hat so eine Verpflichtung, also sozusagen Nachrichten zu hinterlassen. Und dann geht es darum, das konkrete Leben von denen irgendwie zu erhalten oder irgendwie zu vermitteln, was also da in den Köpfen war, wie die sich da so aufgeführt haben oder wie sie gelebt haben halt. Also das ist der Versuch, Dinge auf den Begriff zu bringen. Und der Film ist der Begriff. Also so. Aber das ist ja eigentlich Film immer. Also bei mir jedenfalls, dass es nur darum geht, so Namen dafür zu finden. Und mit dem Jetzt, das hat natürlich damit zu tun, jetzt 2014 ist dann meine Mutter gestorben, 2015 mein Bruder und ich bin jetzt übrig und habe sowieso den ganzen Quatsch auf dem Hals. Also ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich kann das nur wegschmeißen oder verarbeiten. So, und also mache ich daraus was. Das Buch ist furchtbar und grandios. Ich las es in einem Zug und es ist zutiefst verderblich. Der ätzende Hinweis auf die Sinnlosigkeit all dieses Geschehens, unausgesprochen, enthält ihn jede Zeile. Nichts als die simple und unumstößliche Einsicht in die Unentwirrbarkeit der Vorgänge, die wir erleben und nach denen wir uns richten, indem wir uns einbilden, sie hervorzubringen. Wie siehst du deinen Film verknüpft mit der heutigen Lage? Wie weit verstehst du die Welt, die vor uns steht? Wie Optimist bist du, kannst du Ach, sein? Ach, naja, Optimist, das ist mir eigentlich ist egal, also ob man Optimist ist oder nicht. Also man kann ja einen Film draus machen, aber notfalls. Und das ist einer der Gründe, warum dieser Text von Heiner Müller relativ am Schluss des Films, warum der auch in dieser Länge ja da drin ist, so, weil das ist natürlich Gegenwart, was da erzählt wird. Und da erzählt jemand 1992 also das ist schon sehr weitsichtig, so, bis hin zu der Frage, also wie man das seinen Kindern erklärt, dass damit jeder allein ist und dass das eine Hoffnung ist, das ist so der Punkt und da kann ich mich ranhängen. Also das ist sozusagen mein agitatorischer Teil, wenn du das so wissen willst. Also das ist, muss ich dann halt so sagen, also mehr Besseres weiß ich da nicht. Und morgen ist's schon wieder anders. Nun Schluss dann. Es läutet zudem gleich. Und die Bengels bringen schon zum Teil ihre fertigen Arbeiten her. Das ist ein schöner Mist, meine ersten Jugenderinnerungen.